Verstehe ich vorhin. Schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Orakel heute für die Love Junkies unter euch, für die Liebeshungrigen. Ich werde für euch mit dem Symbolon Orakel den blinden Fleck analysieren in Sachen Liebe und dann geht's weiter mit Zigeunerkarten und Crowley Tarot. Die Legung ist für Singles, für Menschen, die in Partnerschaften sind, für alle, die einen Herzensmenschen haben. Schaut auch die Legung zu ihren, seinen Sternzeichen an und bitte spürt wie immer mit, die Rollen können vertauscht sein. Solltet ihr während der Premiere mit dabei sein, freue ich mich, wenn ihr mit unten in den Superchat kommt. Und dieses Orakel ist für genau jetzt, sobald ihr es findet. Ich bitte die Heilige, die geistige Welt um den blinden Fleck für die Stiergeborenen, für genau jetzt. Hier zeigt sich das Symbolon selbst. Hier geht es um starke Heilungsthemen in Sachen Partnerschaft und ums Thema, dass man den Weg nur zusammengehen kann, wenn auch die Ziele übereinstimmen. Ja? Ihr geht hier zusammen zum Tempel. Der Tempel ist euer Ziel, der steht für den heiligen Raum. Ja? Dadurch, dass die Karte als blinder Fleck zu deuten ist, heißt es, dass irgendein Partner, entweder ihr selber oder euer Gegenpart, meint, in Sachen Partnerschaft schon alles zu wissen. Dann seid vorsichtig, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Und ihr überzeugt, dass ihr seid davon. Und je mehr ihr meint, besser zu wissen, umso mehr dürft ihr an euch selber arbeiten. Ja, also alle, die hier jetzt mit Aggression oder Wut in sich in Kontakt kommen, wenn sie meine Worte hören, dann seid ihr aufgefordert, in euer Innenleben zu schauen. Ja? Ich schaue mir jetzt die Zigeunerkarten dazu an. Hier geht es um das große Geld in Sachen Liebe. Das heißt, ihr dürft an eurem Selbst arbeiten. Vielleicht geht es zu viel um finanzielle Dinge in Sachen Liebe. Vielleicht greift ihr hier nach einem Partner, der wohlhabend ist. Dann schaut, ob ihr selbst schon wohlhabend seid oder in der Fülle lebt. Sonst könnt ihr das ja auch nicht anziehen. Ja? Worum geht es denn nicht? Um die Eifersucht. Also hier kann es sein, dass ihr meint, nicht gut genug zu sein, nicht schön genug zu sein. Also wie gesagt, es geht darum, den Selbstwert aufzumöbeln und davon dürft ihr euch jetzt verabschieden, wenn ihr euch zu klein fühlt, wenn ihr euren Komplexen zu viel Platz gebt oder schenkt. Ja? Hier kann es natürlich auch ein Zeichen sein, dass ihr euch von Dreieckskonstellationen verabschiedet. Oder dass sich jetzt Menschen aus eurem Leben verabschieden oder ihr verabschiedet sie, die immer nur beobachten und nichts machen. Oder die immer nur reden und nichts machen. Ja? Worum geht es hauptsächlich? Um den Besuch. Das ist eine Aufforderung an euch Stiergeborene, euch nicht im stillen Kämmerlein zu verschanzen, hinauszugehen, Menschen zu treffen, neue Leute kennenzulernen, in Hülle und Fülle, das kann nie genug sein. Ja. Natürlich dürft ihr ja auch das gesunde Maß bewahren. Partnerschaftlich gedeutet heißt es, dass man momentan sich nicht auf einer Ebene trifft oder dass ein Partner nicht gewillt ist, momentan sich zu binden. Vielleicht hat das mit finanziellen Dingen zu tun oder Situationen oder einer Unsicherheit oder einer Dreieckskonstellation, die jetzt einfach aufgelöst werden darf. Ja? Wohin führt denn das Ganze? In die Sehnsucht. Wenn wir die Sehnsucht am Ende liegen haben, dann heißt das, dass man sich sehnt, den Weg zusammenzugehen. Und wenn ihr hier in einer Dreieckskonstellation steckt, wo sich einem partout nicht binden möchte, warum geht ihr das ein? Warum schenkt ihr diesem Menschen so viel Aufmerksamkeit? Vielleicht, weil ihr ihn nicht haben könnt? Ja?
Also bleibt hier vielmehr euren Herzenswünschen treu, als das genau oder das gesamte Paket nur auf einen Menschen zu projizieren, der zum Traummann oder zur Traumfrau werden soll. Ja, das geht selten gut aus. Dann haben wir unterm Deck den Geliebten. Ja? Also hier kommt vielleicht ein neuer Geliebter ins Boot. Vielleicht sehnt ihr euch nach einem Mann, den ihr bereits ins Auge geworfen habt, genommen habt. Ja? Vielleicht ist er nicht frei. Wenn doch, muss es noch lange nicht heißen, dass er sich binden will. Also schaut hier mal, bitte keine falschen Kompromisse abzuschließen. Ja? Und wenn ihr den Weg gemeinsam gehen wollt, dann sucht euch auch Menschen, die genau das möchten. Ja? Ich schaue mir jetzt noch mit dem Crowley Tarot die Details an. Bei der Karte vom Geld haben wir die Prinzessin der Scheibe. Ja? Hier haben wir die Scheibenenergie, die Münzenergie, die Geldenergie. Die Prinzessin ist sehr kreativ im Umgang damit, gebiert immer wieder neue Formen in die Welt. Und vielleicht geht es ja auch darum, dass der Schwangerschaftswunsch im Raum steht, der Wunsch, eine Familie zu gründen, Kinder in die Welt zu setzen. Vielleicht macht euch das Angst, weil das natürlich auch wieder finanzielle Herausforderungen sind. Oder ein Partner möchte Kinder, der andere nicht. Ja? Oder vielleicht geht es ja auch um Sachen Liebe, eine neue Ebene der Partnerschaft, der Liebe zu beschreiten, in die Welt zu gebären. Ja? Bei der Karte der Eifersucht haben wir die Vier der Stäbe, darum geht es nicht. Also die Vier der Stäbe, die sprechen für eine Vollendung. Vielleicht ist hier ein bestimmter Zyklus noch nicht vollendet oder ihr habt es schon hinter euch gebracht. Das sind auch Zeitqualitäten, die natürlich für jeden von euch anders ausfallen können. Es sind ja kollektive Legungen. Jedenfalls geht es hier auch um eine Liebe, um eine Venus, die im Widder steht. Das ist sehr feurig, dynamisch, elektrisierend. Vielleicht ist euch das momentan nicht so wichtig oder nicht mehr wichtig, weil ihr jetzt mehr Beständigkeit möchtet. Ja? Dann haben wir den Eremiten beim Besuch. Vorhin habe ich ja gesagt, ihr solltet aus dem stillen Kämmerlein treten. Jetzt spricht der Eremit aber für den Rückzug. Vielleicht habt ihr so viele Dates oder Bekanntschaften in letzter Zeit geknüpft oder wollt es zwanghaft erreichen. Dann schaut mal in eurem Inneren, wieso das nicht klappt. Hier begegnet ihr euren größten Schattendämonen, den Höllenhunden, die vielleicht schon lange bellen und von euch kein Gehör bekommen. Ja, das kann hier auch sein. Oder wenn sich hier jemand nicht binden möchte, dann geht mal in den Rückzug und schaut, was dann passiert. Da passiert manchmal sehr viel, weil wir anfangen, dem anderen und uns selber in erster Linie Raum zu schenken, der uns natürlich häufig Angst bereitet, weil genau da die Höllenhunde anfangen zu bellen. Hm? Wohin führt denn das Ganze? Wow! Zu den 10 der Kelche. Das heißt für mich, dass ich eure Sehnsüchte, hier hatten wir die Sehnsüchte, erfüllen. Ja? Und zwar emotional. Euer Ziel ist emotionaler Reichtum. Das sind alle 10 Kelche gefüllt. Da fühlt ihr euch gesättigt, da fühlt ihr euch angekommen. Ja? Das sieht ja sehr vielversprechend aus. Und wir schauen noch unter das Deck. Da haben wir die 7 der Schwerter auf dem Kopf. Das freut mich bei dieser Karte, denn die ist sehr gedankenlastig. Ja? Und hier fängt man immer wieder an zu sagen, ja, aber das geht ja doch nicht, das ist ja doch alles vergebens. Ja? Dadurch, dass die Karte auf dem Kopf liegt, bin ich der Meinung, dass ihr das in nächster Zeit nicht mehr aktivieren werdet. Ja? Probiert auch in den Sätzen, wenn ihr sie bildet, das Wörtchen aber immer mehr zu streichen. Probiert es mal durch ein und zu ersetzen. Ihr werdet merken, dass sich dann alles sehr viel leichter anfühlt.
Schön, ich schließe hiermit ab. Hoffe, meine Worte konnten euch inspirieren. Danke euch wie immer für jeden Daumen hoch, für jedes neue Abo, das eingeht, für all eure lieben Kommentare, für private Legungen und freiwillige Spenden. Findet ihr die Infos wie immer unten in der Box. Und ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal mit euch. Alles Liebe, euer Sandra.